Überleg mal, wie viel Farbe das ist für so viel Auto. Ist ja ein Schnapper. Schnapper. Da bist du mit Alpina Weiß lang am Lackieren. Bist du gerade mit Alpina Weiß. Bist du da echt lang. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie. Und ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht wieder um einen Skoda Superb Kombi. Diesmal allerdings in einer anderen Version, auch wenn er gleich aussieht. Es geht hier speziell um die Ausstattungsvariante Laurin und Clement. Und zusätzlich haben wir noch einen anderen Motor, und zwar den kleinsten Diesel. Perfekt für die Langstrecke und dementsprechend mit allen Gadgets ausgestattet, die uns die viele Zeit im Auto erleichtern, verschönern und verbessern können. Wir springen rein ins Video. Los geht's. Dementsprechend starten wir mit dem Video jetzt auch mal so ein ganz klein bisschen anders, denn das Design habe ich euch ja schon vorgestellt und den Link zum entsprechenden Video findet ihr unten in der Infobox. Dieselbe Farbe haben wir ja auch, nämlich Ice Tea Yellow. Was macht also jetzt eigentlich den Laurin Clement so im Speziellen aus? Die Ausstattung. Denn da ist eigentlich so alles drin, was man haben könnte. Speziell jetzt in diesem Testwagen ist auch noch extra und top mit dabei. Serienmäßig bekommt ihr mit dieser Ausstattungsvariante dann zum Beispiel die wunderschönen Matrix-LED-Scheinwerfer. Und apropos wunderschön, schaut euch bitte diese Felgen an. Die sind optional, 19 Zoll, Anthrazit und einfach und unweit davon entfernt befindet sich tatsächlich auch das kleine, aber feine Detail, was den Laurin und Clement von außen erkenntlich macht, nämlich der Schriftzug. Es ist keine Plakette. Die Schrift ist deutlich zarter, deutlich zurückhaltender, edler gelungen und ich finde ein echt stimmiges, schönes kleines Detail. Laurin und Clement kommt dann auch mit dem wunderschönen, eleganten Fußkick bzw. der elektrischen Heckklappe. Dahinter bleibt dann aber alles gleich. Unser Testwagen hier hat jetzt noch eine Besonderheit und zwar eine Anhängerkupplung, die ich durch Betätigen des kleinen Knopfes hier gerne mal euch demonstriere. Das macht man am besten eigentlich mit dem Fuß, aber ich habe weiße Schuhe an. Dann sieht das Ganze so aus und kann ganze 2 Tonnen ziehen. Und zum Lösen dasselbe Spiel, nur rückwärts. Und dank der Ausstattung mit dabei ist dann auch das elektrische Rollo für den Kofferraum. Also das deutlich komfortablere, sprich es geht selber nach vorne, selber zurück und kann auch rausgenommen werden, wenn man möchte. Dann hat es Larissa schon angedeutet, wir haben hier den Langstreckenmeister, den beliebten, alten, bekannten, einen 2,0 TDI mit 150 PS und 7-Gang DSG. DSG ist übrigens bei allen Superb inzwischen mit dabei, weil man hat die Mittelkonsole ein bisschen aufgeräumt und dadurch ist der Gangwallhebel an den Lenkstock gerückt. Und was muss man dafür auf den Tisch legen? Knapp 43.000 Euro für den Motor. Bei L&K muss man allerdings nochmal 10 drauflegen. Plus die Extras, die wir haben. Aber L&K hat nicht nur beispielsweise die Matrix-Scheinwerfer mit dabei, sondern auch schon das Sportpaket. Das heißt unter anderem Progressivlenkung und das neue DCC Plus. Für den Fahrer hat man dadurch mehr Einstellmöglichkeiten. Insbesondere individual kann man von sehr komfortabel zu sehr sportlich gehen. Was das technisch heißt, wir haben hier neue Dämpfer drin, die nicht mehr nur ein Ventil für Zug- und Druckstufe haben, sondern jeweils ein Ventil für Zug und Druckstufe. Und dadurch ist die Spreizung und vor allem die Reaktion der Dämpfer etwas besser als beim Vorgänger. Wir werfen einen Blick auf den Innenraum und sehr gerne hätte ich euch die cognacfarbene Version vorgestellt. Es bleibt aber weiterhin bei Schwarz mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, dass diese sehr komfortablen und gut ausgestatteten Sitze bei Laurin und Clement jetzt serienmäßig mit dabei ist. Das heißt, wir sprechen nicht nur von den Verstellmöglichkeiten, sondern Sitzbelüftung, Sitzheizung, Massage und zwar mit den erweiterten Funktionen. Es gibt aber noch eine kleine, feine Neuheit. Wem ist es vielleicht schon aufgefallen auf den ersten Blick? Es ist recht dezent gehalten. Hier oben sehen wir jetzt nämlich den Schriftzug. Dieser Testwagen hier hat jetzt übrigens eine andere Dekorleiste und die Gelegenheit wollten wir uns nicht entgehen lassen, um euch die mal zu zeigen. Während das Ganze sich haptisch und auch optisch ja eher so am Holz orientiert, sieht man in manchen Lichtverhältnissen, dass es so goldig schimmert. Also so ganz natürlich ist es dann doch nicht. Insgesamt ein Material oder eine Optik, die tatsächlich eher etwas gediegener wirkt. Ich bevorzuge modernere Leisten dann ein bisschen mehr. Und denke dann so an den Testwagen, den wir heute Morgen hatten. Was man jetzt hier auch gut sehen kann, ist nochmal das große Touchdisplay. Das ist bei Laurin und Clement mit dabei. Was aber nicht heißt, dass man alles wirklich vollkommen im Infotainment-System auch drinsteckt. Sprich, auch da kann man nochmal ein bisschen erweitern, wenn man dann 1, 2 Funktionen vermisst. Außerdem optional, auch bei Laurin und Clement, ist das Glaspanoramadach, was ihr hier sehen könnt. Schafft natürlich nochmal ein ganz anderes Raumgefühl. Ist für mich auch wirklich Luxus und passt dementsprechend gut dazu. Ist aber auch etwas, was man sich gönnen muss. Kleine Zusatzinformationen, die wir vielleicht in keinem anderen Video haben und die vielleicht auch nicht jeder
andere irgendwie mal hingewiesen hat. Wir haben ja gesagt, 45 Watt hauen die USB-C-Ladeplätze raus. Haben wir so gesagt. Machen sie auch, wenn man an der Stelle, wo sie sind, einen nutzt. Nutzt man beide gleichzeitig, teilt sich das ein bisschen auf. Also es ist nicht jeweils. Nee, es ist 45 Watt pro Station. USB-Kombo. Ja. So. Pro Stelle. Pro Stelle. Dann hat der L&K alles drin. Yep. Wirklich? Nein. Oh. Es fehlen ein paar Sachen, die noch oben drauf kommen. Ein paar haben wir auch schon erwähnt. Es kommen aber noch so Sachen hinzu, wie zum Beispiel die Verdunklungsrollos im hinteren Bereich. Die Sonnen, die Kinderrollos? Yep. Okay. Möchtest du wissen, was noch? Ich würde mal tippen, das Panoramaglasdach kommt noch dazu. Ja, was meinst du, wie teuer das ist? Also die Kinderrollos würde ich mal tippen. Oh, die muss ich noch gucken. 250 Euro, wenn es als Einzeloption ist. Aber wahrscheinlich Paket. Ich habe es ja gerade als Paket. Das heißt, also was es gibt. Was ist noch drin? Ich wollte gerade sagen, jetzt gerade per Zufall offen habe ich es als Paket. Das heißt Familie. Klar. Ganz praktisch. Sonnenschutzrollo, Tablethalter, Schlafkopfstützen plus die Decke, die wir gesehen haben und auch die Seitenairbags hinten. Also. Oh. Puh. Die sind wichtig. Ohne die Airbags hätte ich jetzt gesagt 450. Mit Airbags ist schwierig. Mm. Mit Airbags würde ich mal sagen 900. Ja. Lockst du ein? Ja, lock ich. Wärst du mal bei deiner ersten Aussage lieben, 490 Euro. Was? Für das Paket. Würde ich mir dazu holen, hätte ich Familie. Ja. Aber sofort. Hätte ich. Allein mit Finn. Wird da hinten jemand sitzen? Ja, Finn, die sitzt ja auch da hinten. Ja. Der braucht die Decke. Stimmt, der braucht die Decke, ja. Wir haben gerade das Panoramaglasdach angesprochen. Mhm. Was meinst du, wie teuer ist das? Machen wir noch ein bisschen Rätselraten. 1100 Euro. Was ist denn das für eine Zahl? 1100. Wie, wo hast denn die jetzt her? Auf dem Kopf. Stimmt die etwa? Ja, schon fast. 1230. Also gut dabei, hast du gut eingeschätzt, muss ich sagen. Aber es gibt ja eine Standheizung mit Funkfernbedienung. Die, glaube ich, hier kein Auto hat. Braucht hier kein Auto. Kann man sich aber tatsächlich sogar in der Basis dazu holen. Also in allen Varianten kann man sich die dazu holen. Das ist ja schon ein krasses Komfortfeature auch. Was meinst du, was kostet das? Und, denkst du, der Preis ist bei allen gleich? Der Preis ist nicht bei allen gleich. Das kann ich mir schon mal vorstellen. Wenn das schon so kommt, kostet das ein NOK weniger als ein Essence. Vielleicht will ich einfach nur verwirren. 1300. Oh, du bist nicht schlecht, ne? 1190 kostet das. Schon wieder überschossen. Kostet aber für alle gleich. Echt? Mhm. Und es ist mir generell aufgefallen, dass so Einzelsachen meist alle gleich kosten. Hm. Okay. Für jede Variante. Es sei denn, es ist jetzt zum Beispiel wie beim Infotainment-System. Das Infotainment-Upgrade hier kostet, glaube ich, weniger. Ne? Genau, also du hast das bei L&K sowieso dabei, kannst dann aber für 490 Euro, wenn ich mich nicht irre, noch die Online-Dienste etc. für 3 Euro freischalten. Der größte Unterschied, den wir jetzt haben, ist das Motor. Das ist nicht das Motörchen. Das muss ich nachher mal einen Ingenieur fragen, aber. Merkst du das? Der geht anders über die Wellen drüber. Kann es das sein, dass wir bei dem anderen gar kein echtes DCC Plus hatten, obwohl wir die Einstellungsmöglichkeiten hatten? Das ist jetzt natürlich schwierig nachzuvollziehen, aber wir sind jetzt 3 verschiedene Fahrzeuge gefahren. Alle müssten dieses Fahrwerk haben und alle fahren sich vom Fahrwerk komplett unterschiedlich. Also es hängt, glaube ich, stark davon ab. Das ist deutlich weich. Ja. Obwohl wir, ja, wir haben einen anderen Motor da vorne drin, der ein bisschen schwerer ist. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Also vom bloßen Gefühl würde ich sagen, hier ist ein anderes Fahrwerk. Ja, es ist mir so schiffig. Ja, das ist sehr viel weicher. Ja, zarter so. Das müssten wir mal, das findet ihr dann hier so eingewupst. Da werde ich gleich noch mit dem Ingenieur noch drüber sprechen müssen. Ja, schnapp ihn dir. Das wäre dann eine eher Kaufentscheidung für den L&K. Weil in dem Selection war mir das ja zu wenig Unterschied. Meinst du, dass hier nochmal eine extra Abstimmung vorgenommen wurde? Das würde mich jetzt extrem wundern, aber es fühlt sich so an. Boah, ja, und Sport ist, also Sport plus plus ist richtig. Vielleicht habt ihr es in meinem Gesicht gesehen, als du über den Hobel habe ich so. Das ist deutlich. Das ist krasser. Da vorne kommt nochmal derselbe Hubbel gleich, jetzt den Komfort Plus. Also mehr Komfort geht da nicht. Ich versuche mal dieselbe Versuch mal die Geschwindigkeit zu halten. Ja, 95. 96, also gut. Achtung. Deutlicher Unterschied. Ja. Also die Spreizung ist
vom Gefühl her extremer und in Komfort Plus ist er wirklich super weich. Und wir haben wohlgemerkt genauso 19 Zoll wie vorher. Ansonsten ist der große Unterschied der Diesel, der auf den ersten Metern direkt als lauter auffällt. Ja, gerade beim Losfahren hört man auch dieses klassische Diesel-Tuckern. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, ist es nicht so laut und aufdringlich. Ja, aber zum Beispiel der Benziner jetzt bei dieser Geschwindigkeit, da hat man, ja klar, man hört ihn noch, aber hier hat man so auf 1800 Umdrehung so dieses sehr frequente Brummen. Mhm. Ja, ja. Wohlgemerkt, das ist nach wie vor der Motor für die, die wirklich Strecke machen müssen. Und Strecke meint nicht, ich fahre 100 Kilometer am Tag, sondern ich fahre einen Tank leer am Tag. Definitiv aber auch ein Motor, der irgendwie zum Super passt, ne, vom Lebensstil her. Es ist 100 Pro, auch wenn alle sagen, der Diesel ist tot und alles ist böse. Nein. Das wird sicherlich der meistverkaufte sein. Weltweit gesprochen, nicht guck mal. Deutschland gesprochen. Hast du es gespürt nochmal? Ja, ich komme davon jetzt gerade nicht weg. Geflasht vom Fahrwerk. Und auch jetzt diese Mini-Rillen. Ich sehe sie, aber ich spüre sie nicht. Das Ganze. Und ja, das wäre mir jetzt schon wieder zu viel, aber das hatte der andere nicht. Der ist dann so drüber. Wir müssen halt gleich nochmal. Diskussionsbedarf. Aber auch wenn der schlussendlich am Ende, weil wir jetzt gerade erst gestartet sind. Aber es ist ein bekannter Motor, würde ich jetzt mal sagen, genauso wie man sich den erwartet. Zieht aus dem unteren Drittel besser an, weil er eben da auch das volle Drehmoment hat. Und das Zusammenspiel aus, ich gehe mal ein bisschen flotter aufs Gas und runterschalten, ist mit dem 7 DSG deutlich direkter in der Applikation hier. Und dabei sind wir jetzt noch nicht in Sportschaltgetriebemodus oder irgendwie, natürlich kann ich auch so manuell, aber ich glaube, das kennt man, da hat sich jetzt nicht groß was getan. Es ist mehr so, wie es auf den Fuß reagiert. Es ist feinfühliger. Okay, jetzt merkt man halt diesen Diesel, ich trete ein bisschen mehr rein und denke, passt schon. Auch nicht mehr Umdrehungen. Was dieses voll ausgestattete Stückchen hier gekostet hat, findet ihr unten eingeblendet. Das müssen wir selber auch erstmal ausrechnen. Und die große Frage, L&K oder irgendwie nicht. Es geht eigentlich darauf hinaus, wenn man sowieso schon weiß, ich möchte alles haben und auch überhaupt nicht eingeschränkt sein, was Optionen noch nach oben hinaus geht, dann einfach direkt auf den, weil er ist sowieso understated und fällt eigentlich optisch nur durch diesen sehr dezenten kleinen Schriftzug auf. Das heißt, wer sowieso weiß, ich brauche die komfortablen Sitze, ich brauche den großen Screen, ich brauche sowieso Matrix, dann vielleicht auch direkt dahin gehen. Andernfalls ein bisschen schauen, wie es mit Selection aussieht und welches Konsortium zusammen vielleicht auch das bessere Preisgefüge darstellt. Das war's mit diesem Video und dementsprechend auch mit diesem speziellen Skoda Superb Kombi in der Ausstattungsvariante Lorin und Clement und dem kleinen Diesel. Was sagt ihr, vor allen Dingen, wenn ihr euch beide Videos bzw. alle drei Videos angeschaut habt, welcher Antrieb wäre jetzt eure Variante und welche Ausstattungsvariante würdet ihr für euch selber wählen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen wie immer mit und falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.